Ja, und im Phoenix-Tagesgespräch ist uns jetzt zugeschaltet aus München. Peter Adrian ist der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Guten Morgen, Herr Adrian. Einen schönen guten Morgen hier aus München. Herr Adrian, Sie treffen heute den Bundeskanzler. Das passiert Ihnen sicher ja auch nicht jeden Tag. Was ist so das größte Problemfeld, was Sie ihm präsentieren würden? Was beschwert Sie am meisten? Sie haben das ja in Ihrem Vorspann schon dargestellt, was die Unternehmen vom Handwerk über die Industrie, über die gesamte deutsche Wirtschaft trifft. In der aktuellen Situation ist ein zunehmend spürbarer Fachkräftemangel. Das wird ein wichtiges Thema sein in der Diskussion mit dem Bundeskanzler. Darüber hinaus haben wir natürlich weitere belastende Faktoren. Wir haben die Angst vor der möglicherweise sich zuspitzenden Energieversorgungssituation. Wir sehen ein Zurückgehen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Also insgesamt, wir werden mit dem Bundeskanzler über die Standortbedingungen in Deutschland sprechen. Wenn wir noch mal beim Fachkräftemangel bleiben, eine Möglichkeit, den sozusagen zu bekämpfen, ist ja auch Zuwanderung aus dem Ausland. Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung da genug tut? Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Diskussionspunkt. Wir haben schon seit längerem vorgeschlagen, dass die Instrumente, die das Auswärtige Amt einsetzt in seinen Konsulaten und Botschaften, digitalisiert und nachhaltig verbessert werden müssen, damit wir überhaupt größere Zuwanderungsmengen aus außereuropäischen Ländern hinbekommen. Im Moment scheitert das an den fehlenden digitalen Strukturen, überhaupt an wirklich langwierigen Strukturen. Und das muss einfach schneller gehen. Wenn Sie im Jahr 400.000 Menschen aus anderen Ländern einlassen wollen, dann müssen Sie dafür auch die Instrumente schaffen. Das heißt, wir sind da nicht gut aufgestellt in puncto Einwanderungspolitik, Fachkräfteanwerbung. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass in deutschen Botschaften im Ausland papierkörbeweise Visa-Anträge bearbeitet werden und das alles händisch, dann kann das mit den Zahlen nicht funktionieren. Also hier brauchen wir einfach ganz andere Strukturen. Da ist die Politik, da ist die Außenministerin aufgefordert, in ihrem Amt neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt gibt es ja sicher noch andere Möglichkeiten, diesen Fachkräftemangel zu beheben, zum Beispiel mehr Bezahlung oder so. Was wäre Ihr Ansatz, dagegen vorzugehen? Da haben Sie vollkommen recht. Ein ganz wichtiger Ansatz hier bei uns in Deutschland ist, noch daran zu arbeiten, dass wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommen. Sprich, wir brauchen leistungsfähige, serviceorientierte Kinderbetreuung, damit auch junge Paare die Möglichkeit haben, beide voll berufstätig zu sein. Da haben wir im Moment in Deutschland noch ein großes Defizit. Aber da gibt es ja eigentlich gute Ansätze. Und ich bin hoffnungsvoll, dass das auch in naher Zukunft nachhaltig verbessert werden kann. Aber auch da fehlen uns natürlich in der Kinderbetreuung wieder Fachkräfte. Ne? Ja, an allen Ecken sozusagen. Herr Adrian, Sie haben dem Bundeskanzler oder beziehungsweise der Regierung Regulierungswut vorgeworfen in einem Brief kürzlich. Können Sie uns mal erklären, was Sie damit meinen? Ja, Sie haben ja mitbekommen, wir haben insgesamt in Deutschland eine schwierige Situation. Wir müssen die Unternehmen in einen Transformationsprozess hin zur CO2-freien Energieversorgung bringen. Und gleichzeitig werden wir, anstatt hier ein Belastungsmoratorium umzusetzen, werden wir mit immer neuen Regulierungen, mit immer neuen Rahmenbedingungen Bürokratie behelligt. Ich will nur mal als Stichwort das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nennen. Da müssen Unternehmen von ihren Vorlieferanten im Rahmen von Fragebögen 400 und noch was Fragen beantworten pro Lieferant. Das ist einfach, sag ich mal, eine Nummer zu viel. Also wir wünschen uns eine nachhaltige Entschlackung, eine Vereinfachung, eine Beschleunigung der bürokratischen Bedingungen. Die Tonbedingungen bei Ihnen sind auch schwierig, aber wir hören Sie noch gut, Herr Adrian. Wir haben gestern eine Pressekonferenz hier bei Phoenix übertragen. Da ging es um den Umbau der Industrie und der deutschen Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, sieht die Deutschen da auf einem guten Weg. Wo sehen Sie uns? Also ich glaube, dass der Wirtschaftsminister hier noch sehr viel Dialog mit den Unternehmen führen muss, weil die Bedingungen, die man sich vielleicht am grünen Tisch im Ministerium für Wirtschaft und Klima
Schutz ausarbeitet, sind nicht immer in der Praxis realisierbar. Und deshalb ist hier ein Dialog notwendig. Und was wir von dem Minister erwarten, ist möglichst eine pragmatische Einstellung, damit das, was wir nachher in der Umsetzung hier auch wirklich, sag ich mal, erreichen, dass auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nicht verloren geht. Also sprich, wir brauchen Bedingungen, die uns auch im internationalen Wettbewerb noch bestehen lassen. Sie kriegen ja auch Subventionen, es soll ja Zuschüsse geben, sozusagen auf dem Weg, vor allem für energieintensive Unternehmen, auf dem Weg zum Umbau. Das ist aber auch dringend nötig aus Ihrer Sicht? Ja, mit den Subventionen, das ist ja immer so eine Sache. Sie werden hier im Zweifelsfall nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt, sondern wird ja gezielt großen Unternehmen bei ihrem Transformationsprozess helfen. Aber wir in der Deutschen Industrie- und Handelskammer vertreten zu 90% kleine und mittelständische Unternehmen. Und die haben auch einen Transformationsprozess vor sich. Und der muss auch gewährleistet werden. Und der muss, wie gesagt, er muss so gewährleistet werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit bestehen bleibt. Also das bedarf noch sehr viel Diskussion, sehr viel Dialog, um die richtigen Wege zu finden. Und vor allen Dingen, wir brauchen eine technologieoffene Lösung, weil wir eigentlich heute noch nicht wissen, welche Technologie wird denn wirklich die sein, die sich letztendlich im Wettbewerb durchsetzt. Peter Adrian war das, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, zugeschaltet von der Handwerksmesse in München. Ganz herzlichen Dank, Herr Adrian. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.